Es ist der 18. Mai 2022. Der Frühling hat richtig Gas gegeben. Es ist ein halber Sommer. Wir haben das Jahr wirklich Wetterglück. Es hat schön getaut oben durch. Und man kann schon über 2000 Meter laufen gehen. Ich bin zwischen Chur und Arosa oberhalb von Langwies. Und das heutige Ziel ist das Matitschhorn oder die Hinterreck. Ich war noch nie hier oben. Ich will das mal ausprobieren und laufe jetzt an den Bergweg hoch. Das Strössli ist breit und es geht hier in riesigen Serpentinen hin und her und her und hin. Hier eigentlich ein Bergbuckel nach der Ruf. Es ist interessant hier. Man sieht ein bisschen raus. Man sieht ein bisschen Richtung den Talkessel hinten, wo Arosa ist. Da. Natürlich das Weisshorn einmal von hinten. Und mein nächstes Teilziel ist das Plattgenfürtli. Witzig, da geht ein kleines Weg runter. Hinten hat es ein kleines Chalet. Also offenbar gibt es da noch Leute, die im Sommer hier oben wohnen. Ich denke, im Winter wird es kaum möglich sein. Und ich laufe weiter geradeaus. Ich bin froh, ein bisschen im Wald. Es ist sehr heiß. Genug Gepäck habe ich auch dabei. Und ich bin dann froh, wenn ich ein bisschen höher Ruhe komme, wo es ein bisschen kühler ist. Es ist der zweite Tannenvorhang, den ich hier oben gesehen habe. Ich gehe mal davon aus, dass die Alp oben nicht in Betrieb ist. Ich denke, da muss man noch ein bisschen räumen. Es hat sicher mal etwas gewindet oder gestürmt. Aber sonst muss man sagen, ist eigentlich die Strasse grosszügig hier drauf. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier oben erwartet. Die Händchen werden kleiner. Es sieht so aus, dass es eine Änderung gibt hier im Gelände. Her und hin und hin und her sieht es so aus, wie wenn es hier oben fertig ist. Laufen wir noch etwas weiter und schauen, was da vorne steht. Ein Wegweiser in dieser schönen Föhrenumgebung hier. Plackter Fürtli, Matschhorn, links zu. Prima, wunderbar. Weg sehe ich zwar keinen, aber ich kann das ungefähr nachvollziehen von der Karte. Und sonst muss ich es dann auf dem Navi kontrollieren. Es hat noch ein, zwei Föstchen gehabt. Dann kommt hier eine Schleuse. Ups, Kurzwelleneier. Nicht mitnehmen. Weiterlaufen. Da vorne ist wieder ein Föstchen. Und dann wird es irgendwo hier hochgehen. Es hat immer weiss-rot-weiss-Föstchen gehabt. Ich bin dann angelaufen. Einen Weg konnte ich eigentlich nicht ausmachen. Aber man kann hier einfach den Grasrücken, den breiten Bergrücken, drauflaufen. Ich habe auch einen kaputten Kilbi-Ballon gefunden. Ja, gemäss unserem Vereinsmotto nehmen wir den Abfall mit hier von den Bergen. Wir werden ihn verstauen und die Heim entsorgen. Und hier oben sehe ich schon das nächste Föstchen. Es geht weiter geradeaus. In das Plackenfürtli oder Fürtli. Der Hochwang hat noch etwas Schnee. Ich habe fast 2200 Meter erreicht. Ich laufe weiter, geradeaus und versuche den nächsten Gipfel zu erreichen. So, den ersten Gipfel haben wir erreicht. Es geht jetzt wieder durch ab in die Furke. Vielleicht darum der Name Plackenfürtli. Fürtli, einer wieder drauf und hinten, denke ich im Hintergrund, das wird wahrscheinlich das Matitschhorn sein. Ich gehe mal runter zum Wegweiser und schaue, wie man am gescheitsten weiterkommt. Ob wir das alles als Gratwanderung machen oder ob wir da gegebenenfalls dann den Bergflanken angehen. Plack, der Fürtli. Matitschhorn 50 Minuten. Tönt gut.
gehen wir hier durchauf. Nach dem Plagten Fürgeli fängt es wieder an zu ansteigen, hier Richtung Plagten Flur. Ich laufe jetzt hier weiter am Graden an. Genau, Denzian sind auf dieser Höhe von Hauschenfall am Blühen. Zwischen 2,2 und 2,3, wirklich erstaunlich. Ja, sieht toll aus hier oben. Vor mir plagt der Flur. Der Weg geht weiter und gerade nach drauf. Ich bin ein paar Meter vom Gipfel entfernt, von der plagter Flur, wie sich das nennt. Das ist aber nicht so das Ziel. Es geht noch mal ein bisschen runter, was ich auf der Karte gesehen habe. Und dann der Schlussaufstieg. Nochmal auf den Berg und dann sind wir dann irgendwann mal im Matti-Giornene. Ja, es ist ein langer Weg. Nach dem Hin und Her ist es auf und ab und ein Ab und durchkommen. Aber die Aussicht ist grandios. Ganz ein toller Bergweg hier oben durch. Den Entschuldigen wir uns hier für Mengs. So, der erste Abstieg hier von der plagten Flur ist nicht von Bedeutung. Darum habe ich ihn auch fast nicht gesehen auf der Karte. Der verschwindet wahrscheinlich innerhalb von einer Höhenlinie. Sicher weniger als 150 Meter. Sonst wäre das da vorne ja auch schon ein Sotaberg gewesen. Jawohl, richtig geraten. Es kann eigentlich nicht mehr schief gehen, immer geradeaus. Über die Flur da vorne rein. Und hinten sehen wir noch ein Schneefeld. Hier beim Matti-Giorn, wo ich noch drüber rein muss, dann am Schluss. Ich denke, das kann man nicht sinnvoll umgehen. Aber ich denke, es ist machbar. Ja, ja, genau. Murmeli meldet sich natürlich. Grosse Panik, obwohl ich da schon noch 2 Kilometer weg bin. Hotel India. Aber irgendetwas müssen sie ja machen hier oben. Das war der letzte Höhenzug hier. Es gibt nur noch eine Furke hier in dieser grossen Hochebene. Links Weitfurke, wie sich das nennt. Und dann kommt der Schlussaufstieg auf das Matti-Giorn. Ich versuche hier mal über zu traversieren zu dieser anderen Stelle. Ich navigiere hier an diesen Schneefeldern vorbei. Zuerst ein bisschen mehr rechts, jetzt wieder links. Und ich würde sagen, bis zum letzten Stück dort, wo ich jetzt schon sehe, wo wir einen grossen Umweg machen müssen, würde ich sagen, komme ich glaube drum. Die Schneeschicht ist nicht mehr so dick. Ich denke, die ist zwischen 10 cm und 30 cm. Ich würde sagen, so in einer Woche bis 2 Wochen ist da sicher alles weg. Ein paar Meter zurück und ich töpfe den Weg wieder. Ich gehe jetzt noch ganz hoch auf den Grat. So. Wieder geradeaus. Ja, und vielleicht schaffe ich es gleich ein bisschen links durchzugehen. Zuerst ein bisschen geradeaus, links rüber. Und dann hinter dem Schneefeld noch den Rest drauf. Ich traversiere das lange letzte Schneefeld und versuche hier auf der anderen Seite aber noch ganz zuzukommen. Ich glaube, da ist schon mal jemand durch, aber schon länger seither. Man sieht nur noch ein bisschen die Düle. Keine Spuren mehr wirklich. Das Matti-Giorn ist erreicht. Ja, okay Hans. Ja, es rauscht und das 5 kann ich auch nicht geben. Es ist zwischen 3 und 4 und die S-Stufe ist 2, obwohl ich da 20 Watt habe. Aber es ist sehr knapp, du kommst über eine Reflexion hier und ich muss die Antenne genau auf den Berg richten, wo die Reflexion hier kommt. Sonst funktioniert das tatsächlich nicht da.
Du musst mir die Bergnummern nochmal durchgeben. Die Bergnummern habe ich nicht verstanden. Solothurn 017, ist das richtig? Solothurn Nummer 13, 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